Ist okay. Ich mag dich trotzdem. Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, liebe Gäste, in unserem täglichen Leben spielen Türen doch eine recht große Rolle. Schon als du heute Morgen hier beim Team Pirmin eingetreten bist, stand Michael Bredli vorne und hat dir die Tür geöffnet, um dich willkommen zu heißen. Außer du bist viel zu früh gekommen, aber dann ist das deine Schuld. Als gesund tätige Menschen treten wir jeden Tag, ohne darüber nachzudenken, vielleicht 100 Mal über die verschiedensten Türschwellen, sei es in unserer Wohnung oder am Arbeitsplatz. Da ist also weiter nichts Besonderes dran. Vielleicht hat die Zahl der 100 irgendwann mal abgenommen. Man macht ja heute viel von zu Hause aus. Aber da überfällt uns hier und da ein seltsames Gefühl, wenn wir einen Ort verlassen, eine Tür durchschreiten und wissen, dass wir hierhin nicht mehr zurückkehren werden. Wie manch ein Autofahrer sich im verflossenen Jahr in sein Auto gesetzt hat, die Türe geschlossen hat und nicht mehr lebend über diese Autotürschwelle zurückgekommen ist. Ebenso wurde für viele Flugzeugpassagiere die Flugzeugtür zum letzten Mal geschlossen. Unser Leben auf dieser Welt ist und bleibt ein großes Abschiednehmen. Ein Mann, der kurz vor einer solchen Türschwelle stand, ist Dietrich Bonhoeffer. Er stand vor der Schwelle seiner Baracke im KZ Flossenbürg in Richtung Galgen. Als Mitverschwörer im gegen Adolf Hitler ausgeübten versuchten Mordanschlag vom 20.07.44 war der habilitierte evangelische Theologe und Pastor in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs zum Tode durch den Strang verurteilt worden. Zuvor hatte Dietrich Bonhoeffer 3 Briefe an seine damalig Verlobte geschrieben. Im zweiten Brief hängt er ein Gedicht an, das wir bis heute oftmals an Silvester, heute leider nicht, und auch sehr oft bei Beerdigungen singen. Man stelle sich vor, dass dieser Mann, gotteshürstig und treu, dem Bösen in Form von Nationalsozialismus Widerstand leistete und nun in seiner Zelle sitzt. Und da schreibt er dieses Gedicht, das da heißt, von guten Mächten. Und in Strophe 2, ich lese Strophe 2, Strophe 5 und Strophe 6 vor, die er im Angesicht seines anstehenden Todes geschrieben hat. Strophe 2, noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Strophe 5, lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht. Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Und Strophe 6, wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. Es gibt eine Erzählung über Dietrich Bonhoeffer von dem damaligen Wärter im KZ, der berichtet, dass er das noch nie erlebt hat, wie gottesfürchtig ein Mensch zum Galgen gehen kann. Durch die halboffene Tür seiner Zelle sieht er den Pastor knien und beten, in aller Seelenruhe mit seinem Herrgott. Und dann wird er kurz vor der Treppe zum Galgen noch einmal innehalten, beten, Abschied nehmen und zum Tod schreiten. Das war sicherlich eine Türschwelle, die nicht jeder Mensch übertritt. Jeder Mensch wird die Schwelle zum Ende des Lebens hin zum ewigen Leben betreten, doch nicht unbedingt durch den Galgen. Auch wir werden bald wieder eine Schwelle überschreiten. Wir nehmen Abschied vom Jahr 2023 und treten sinnbildlich in das Jahr 2024. Eine Rückkehr in dieses Jahr 2023 ist dann nicht mehr möglich. Mehr als sonst taucht man
tauscht man mit Angehörigen und Freunden die üblichen Glückwünsche aus. Vielleicht wirst du Kontakt mit Leuten haben, die du schon lange, lange nicht mehr kontaktiert hast. Und leider sind das oft nur höfliche Worte. Jedenfalls haben auch so gut gemeinte Worte nicht die Kraft, um das Schicksal eines Menschen zu bestimmen. Wir hoffen und wünschen, dass es uns jeweils und dem anderen gut geht. Aber was denn, wenn es anders kommt? Wer könnte sich da dagegen stemmen? So oft haben wir das Bild, ein sogenanntes Hollywood-Bild, in den Augen. Wir nehmen mit schönen jungen Menschen Abschied vom Jahr 2023, feiern in das Jahr 2024 rein und wie in einer sehr schlecht gemachten Rückblende eines Hollywood-Films denken wir, dass das Jahr 2024 werden wird. Doch das ist nicht immer so. Ich möchte uns heute an der Türschwelle zum neuen Jahr ein Psalmwort zurufen, das mehr ist als ein kraftloser Wunsch. Das mehr ist als irgendeine Rückblende in irgendeinem Hollywood-Film. Es ist ein Gebet, also ein Wunsch, der dort vorgebracht wird, wo man weiß, dass man gehört, verstanden und dass einem geholfen wird. Der 121. Psalm ist sicher vielen von uns bekannt. Wir haben ihn auch vorhin im Lobpreis gehört. Er beginnt mit den Worten: Ich hebe meine Augen. Und wie heißt der letzte Satz? Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang. Liebe Gemeinde, es ist meine Bitte und mein Wunsch zu Gott, dass er unseren und euren Ausgang aus dem Jahr 2023 segne und behüte. Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Manchmal, vielleicht kennst du das, wenn unter Freunden ein Plan besprochen wird, sagt der eine zum anderen: Also mein Segen hast du. Damit will er sagen, ich bin mit der Sache, ich bin mit dem Plan einverstanden. Oder ein Gegenteilbeispiel, ein anderer ruft: Dazu gebe ich meinen Segen nie. Und damit wird er energisch protestieren. Er unterschreibt nicht, was andere vorhaben. Wenn Gott unseren Ausgang segnet, dann heißt das, er ist damit einverstanden. Er heißt nicht nur die letzte Stunde, sondern, stellt euch das vor, das ganze Jahr gut. Er setzt seine Unterschrift darunter. Wir unterzeichnen manchmal Briefe oder Verträge, Mietverträge, Leasing, Kaufverträge, Handyverträge und so weiter. Wenn du klug bist, tust du das nur, wenn du mit dem Inhalt auch einverstanden bist. Mit unserem Namenszug machen wir das Dokument zum unsrigen, selbst dann, wenn ein anderer es geschrieben hat. Wie ist das, liebe Gemeinde, mit dem letzten Jahr? Wir haben etwas geschrieben. Ein jeder von uns hat sein eigenes Dokument aufgestellt. Auch als Gemeinde haben wir etwas geschrieben. Wir haben Spuren gezogen für die Saat des Wortes Gottes. Können wir jetzt erwarten, dass Gott seinen heiligen Namen unter dieses Dokument setzt? Manchmal meinen wir, dass Gott alles, was wir nach eigenem Belieben ausfüllen, unterschreiben, dass er seinen Segen dazu geben müsste. Was wir uns so ausgedacht haben, muss ja von Gott quittiert werden. Aber, ihr Lieben, das kann Gott nur tun, wenn er mit dem Inhalt einverstanden war. Nur dann kann Gott seinen Segen dazu geben. Andere wiederum fragen überhaupt nicht danach, ob Gott mit der Lebensweise zufrieden ist. Man pfuscht so darauf los und hat sogar noch Spaß dabei. Wer unter uns zu diesen Menschen gehört, dem will ich eindringlich sagen, mein Freund, schalte doch einige Minuten deinen Verstand ein. Du kannst es dir nicht leisten, ein ganzes Jahr so zu vermasseln, dass Gott darüber verärgert ist. Wir brauchen Gottes Unterschrift, denn ansonsten ist alle Bemühung als Privatperson oder als Kirche völlig für die Katz. All das in unserem Leben, was nicht Gottes Namenszug trägt, ist nicht nur vergeudete Zeit, sondern wird gleichzeitig zur Anklageschrift gegen uns. Wie wird manch einer staunen,
wenn er feststellen wird, dass seine eigene Anklageschrift von ihm selbst geschrieben ist. Wie sieht denn die Schrift, das Dokument unseres Lebens aus, das wir im Jahre 2023 entworfen haben? Wohl uns, wenn es die Überschrift tragen kann, Treue zu Gott und zur Gemeinde, Dienst für Gott und für die Gemeinde. Vielleicht war dieser Dienst, diese Treue zu Gott und zur Kirche manchmal unvollkommen. Sicher sogar war das der Fall. Kämpfe und Anfechtungen lagen doch darin. Wir haben gehofft, wir haben gebetet, wir haben gewirkt und wir haben vielleicht auch Angst, Menschenfurcht und Spott erduldet. Aber es war ein Einsatz, der sich lohnte. Bau am Reich Gottes lohnt sich immer. Und das nicht nur am Sonntag, sondern auch die tägliche Arbeit im Haushalt, im Büro, in der Schule, in der Fabrik sollen Dienst und Zeugnis für Christus sein. Wer unter uns könnte schon behaupten, es sei alles genauso gelungen? Wer von uns könnte Gott so leichtsam die gesamte Jahreschronik hinhalten, damit Gott sie unterschreibe? Waren da nicht auch die bösen, die ungöttlichen Tage? Können wir wirklich mit dem Psalmwort zusammen sagen, alles, was wir getan haben in Worten und Werken, das haben wir dem Herrn getan? Unser Dokument 2023 wurde geschrieben zur Ehre Gottes, wirklich? Eben das ist das Wunder eines Christenlebens, dass wir alles, so wie es wirklich war, ohne Ausschmückung und künstliche Verschönerung vor Gott ausbreiten und ihn bitten dürfen, Herr, du siehst all meine verpfuschten Tage, die du nicht gutheißen konntest. Bitte, setze deinen heiligen Namen trotzdem irgendwie dazu. Und irgendwie hat er das getan. Gott nimmt den roten Stift und schreibt quer über all die dunklen Kapitel des vergangenen Jahres und schreibt dort, erledigt durch das Kreuz von Golgatha. Der Herr behüte in diesem Sinn deinen und meinen Ausgang. Es wird somit ein gesegneter Ausgang aus dem Jahr 2023, wenn Gottes Name über allen Tagen steht, den positiven sowie den verpfuschten. Nur so kann ein abgeschlossenes Jahr tatsächlich als erledigt zurückgelassen werden. Es nützt nichts, wenn ein Verbrecher den Tatort verlässt mit der Absicht, ihn nie wieder zu betreten. Eines Tages wird ihn die Polizei fassen und führt ihn dann zum Tatort zurück. Und das ist eine schreckliche Rückkehr durch eine Tür, die der Verbrecher nie mehr öffnen wollte. So ist es mit dem Ausgang aus dem Jahr 2023 auch. Wenn wir es verlassen, mit der Absicht, es nie wieder zu betreten, so müssen wir bedenken, dass wir alle vor Gott Sünder und Verbrecher sind. Und der Ausgang aus diesem Jahr führt irgendwann in die Ewigkeit. Das Jahr mag zwar zu Ende gegangen sein, aber so möge Gott es geben, dass ein winziges Stück davon in Gottes Zeitrechnung aufbewahrt bleibt. Das Wort Gottes sagt, dass wir einmal vor Gott für unser ganzes Leben Rechenschaft ablegen werden. Mitten in diesem unser aller Leben liegt auch dieses Jahr 2023. Ich wünsche es uns, dass der Herr unseren Ausgang segne von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche uns allen, dass wir das Jahr 2023 einmal in unserer Lebenschronik in der Ewigkeit wiederfinden, Seite um Seite, versehen mit der heiligen Handschrift Gottes. Verlässt man durch einen Ausgang den alten Raum, betritt man gleichzeitig einen neuen Raum. Das umschreibt das Wort Türschwelle sehr gut. Ob das Jahr 2024 leicht oder schwer, hell oder dunkel wird, das kann keiner von uns wissen, weil Gott so gnädig ist, uns den Blick in unsere Zukunft zu verwehren. Manche wünschten, sie könnten sehen. Welcher Mensch aber könnte es ertragen,
all seine Tage auf einen Blick zu überschauen. Wer könnte noch frei leben wie ein Kind Gottes? Die Last wäre viel zu groß. Und darum wird uns auch gesagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Und Christus meint es ebenfalls sehr gut mit uns, wenn er sagt, sorget nicht für den morgigen Tag. Aber wenn wir auch nicht wissen, was uns erwartet, so kann es doch auf jeden Fall ein gesegnetes Jahr werden. Der Herr segne deinen Eingang. Das heißt, wir wollen nicht stolz und eigenmächtig ins neue Jahr gehen. Wir schämen uns auch nicht, die Hände auszustrecken und im Gebet von Gott zu erflehen, dass er uns führe. Allein kommen wir nicht durch. Doch der Herr kennt den Weg, der vor uns liegt. Wir werden wiederum auch im neuen Jahr täglich durch viele, viele Türen gehen. Manchmal wird unser Herz klopfen, bevor wir eine Türklinke drücken. Oft werden wir uns fürchten vor dem, was hinter der Tür auf uns wartet. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, wenn Gottes Name über der Türe steht und der Herr Ausgang und Eingang segnet. So möchte ich euch und uns, liebe Gemeinde, ermuntern, fest entschlossen, uns selbst und all unsere Tage neu dem Herrn zu widmen. Wir wollen uns auf nichts einlassen, was ihm missfällt. Denn auch das neue Jahr ist nur ein Zipfelchen in der ganzen Ewigkeit. Und von nun an bis in die Ewigkeit hinein kann und will er unseren Ausgang und Eingang segnen und behüten. Der Herr segne unseren, deinen und meinen Eingang ins neue Jahr, von nun an bis in Ewigkeit. Das ist, worum wir ihn gemeinsam bitten wollen. Das ist es, worum es im ganzen Jahr 2024 gehen wird. Das ist es übrigens auch, was ein ganzes Christenleben ausmacht. Vom Mutterleib an hat er dich gesehen und gesegnet, deinen Eingang gesegnet. Und er wird auch deinen Ausgang aus diesem irdischen Leben segnen. Der Tod wird sehr oft mit dem Jahreswechsel in Verbindung gebracht. Wir treten aus Altem und treten ein ins Neue. Auch ich habe in der letzten Woche von einem sehr tragischen Verlust von einem langjährigen Freund in meinem Alter erfahren. Und das lässt mich nicht kalt. Und ich weiß, dass es der Herr ist, der es mir gegeben hat, dass ich errettet wurde. Und es fühlt sich komisch an zu wissen, dass andere es nicht sind, mit denen ich früher unterwegs war. Und da hilft mir dieser Dietrich Bonhoeffer doch sehr. Wir brauchen manchmal Glaubensvorbilder in unserem Leben. Dietrich Bonhoeffer ist für viele, viele, viele Menschen ein großes Vorbild geworden. Er ist quasi der Vorzeigemann für die Kirche über das ganze Dritte Reich, weil da lief nicht alles gut. Da haben wir auch die Baptisten sehr viel Mist gebaut. Dietrich Bonhoeffer aber steht für eine kleine Gruppe von Christen im Dritten Reich, im NS-Deutschland, die sich dagegen gestellt haben. Die gesagt haben, es ist mir wert, dass mein irdisches Leben in Gefahr gerät für diese eine Wahrheit, dass Gott sein Volk liebt. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Nicht wahr? Wie geht's weiter? Genau. Und Gott ist mit uns an jedem, und ganz gewiss, lange her. Ihr Lieben, wir gehen jetzt nochmal in eine Lobpreiszeit. Und meine Einladung ist es immer wieder, das entspricht eben meiner Frömmigkeit, dass wir aufstehen im Lobpreis und unsere Hände auch gerne strecken dürfen. Du musst dabei nichts erzwingen. Aber ich lade dich ein, dieses Jahr, zwar noch 13 Stunden zu früh, aber immer noch gut,
dieses Jahr im Gebet, im Lobpreis, in Anbetung abzugeben. Und ich möchte zuerst beten. Dazu stehen bitte alle auf. Okay, die Höhe, oder? Herr Jesus, wir danken dir, dass du an jeden Einzelnen von uns und uns als Gemeinde das ganze Jahr 2023 gesehen hast. Du bist ein Gott, der mich sieht, hast deine Augen stets auf mich gerichtet. Deine Gnade findet mich. Danke, Jesus, dass wir auf dich vertrauen dürfen, dass du unsere Gebete erhörst. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du ausgeschüttet warst das ganze Jahr über uns. Und wir geben dieses Jahr zurück in deine Hände, bitten dich um deinen Segen, Herr, für unseren Ausgang, aber vor allem für deinen Segen, für unseren Eingang in das Jahr 2024. Möge dein Heiliger Geist in unserem Leben regieren. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Dir sei die Ehre in Jesu Namen. Amen.